Die Mittweida Stadtbibliothek im Stadtzentrum wird sehr gut genutzt. Jährlich werden etwa 160.000 Ausleihen verzeichnet. Studenten der hiesigen Hochschule haben mehrere Möglichkeiten, Medien auszuleihen. Zum einen in dem Gebäude der Mensa und zum anderen in einer Halle an der Goethestraße. Doch durch die Verlagerung der Hochschulbibliothek von Roßwein nach Mittweida gibt es nicht mehr genügend Kapazitäten. Aus diesem Grund soll aus dem einstigen Hotel Stadt Chemnitz am Technikumplatz eine gemeinsame Hochschul- und Stadtbibliothek entstehen. Wir sind natürlich in regelmäßiger Abstimmung zwischen Hochschule und Stadt. Und darin haben wir diskutiert, inwieweit Bedarfslagen bei den jeweiligen Partnern sind. Und die Hochschule hat seit Langem angemeldet, eine neue Bibliothek zu bauen, insbesondere aufgrund der Verlagerung der Bibliothek aus Roßwein nach Mittweida. Und wir als Stadt sind seit 10 Jahren zwar in einer neuen Bibliothek, aber in einer Mietbibliothek. Das heißt, wir haben bei der LVM unser neues Objekt angemietet und bezahlen dort nicht unerheblich Miete. Das wäre für unsere Größenordnung ausreichend. Aber man muss ganz klar sagen, wenn eine neue Bibliothek in Mittweida gebaut wird und wir Teileigentum erwerben können, dann kann man über so etwas nachdenken. Wir haben in der Rhein-Sieg-Hochschule in Bornheim bzw. Bonn uns so ein Objekt angeschaut und waren sehr, sehr begeistert, wie sowas funktionieren kann. Und aus dem Grund haben wir Kanzlerin, Rektor und unsere Stadtleitung diskutiert und waren der Meinung, sowas kann man gemeinsam machen. Gemeinsam bauen? Davon ist auch Professor Dr. Ludwig Hilmer, Rektor der Hochschule Mittweida, überzeugt. Neben der Attraktivität des gemeinsamen Standortes sieht er zudem die Möglichkeit einer Vernetzung mit den Bürgern der Stadt. Die gemeinsame Bibliothek sorgt dafür, dass wir natürlich jeder nur einmal investiert. Und früher war es so, dass ja Bibliotheken für Hochschulen und für eine Stadt unterschiedliche Ausstattung hatte. Das ist heute im Zeitalter der Datenbibliothek nicht mehr der Fall. Das heißt, wir sparen Ressourcen und die beiden Welten, die Stadt und die Hochschule, kommen unmittelbar bei der Arbeit, beim Vergnügen, was Lesen ja immer noch ist, zusammen. Beide Verwaltungen berechneten ihren perspektivischen Bedarf, der mit rund 4.000 Quadratmetern für die Hochschule und rund 700 Quadratmetern für die Stadt eine beachtliche Größenordnung darstellt. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Sanierung des alten Hotels zu großen Teilen vom Freistaat Sachsen finanziert werden. Der Neubau wäre ein weiterer Schritt, den städtebaulichen Missstand zu beseitigen.